Der Schweizer Künstler, Designer und Architekt Max Bill hat Spuren hinterlassen, auch und gerade in Deutschland. Viele Ausstellungen haben im Vorgriff auf seinen 100. Geburtstag am 22. Dezember dieses Jahres an Leben und Werk Max Bills erinnert. Als letztes Universalgenie des 20. Jahrhunderts ist er dabei beschrieben worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Bill im Rahmen des Marshallplans eine Schlüsselposition beim materiellen und geistigen Wiederaufbau Deutschlands. Als Architekt hat er die Hochschule für Gestaltung in Ulm gebaut und wurde auch dort deren erster Direktor. Ein Jahr vor seinem Tod 1994 erhielt Max Bill als erster Schweizer den sogenannten Nobelpreis der Künste, den Premium Imperiale in Tokio. Wegen seiner provozierenden Kompromisslosigkeit hatte Bill nicht nur Freunde in der Kunstszene, doch dass er international Maßstäbe gesetzt hat, ist unumstritten. Jetzt hat seine frühere Ehefrau und berufliche Wegbegleiterin Angela Thomas den ersten Teil einer umfangreichen Biografie über Max Bill vorgelegt. Und vom Filmemacher Erich Schmidt, dem heutigen Gatten der Bill-Witwe, kommt ein sehr persönlicher Dokumentarfilm in die Kinos. René Spitz über eine Ausnahmeerscheinung, von der auch hochrangige Politiker schwer beeindruckt waren. Kunsturteile schriftlich oder mündlich von mir zu geben, das habe ich noch nie im Leben geübt. Ich mag ihn halt und seine Werke. Er ist ein Mann von internationaler Ausstrahlung. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt über Max Bill, der am 22. Dezember 100 Jahre alt geworden wäre. Bill gilt als einer der bedeutendsten, vielleicht sogar als der bedeutendste Bauhausschüler. Blickt man auf sein Leben und sein Werk, dann sind drei Aspekte bemerkenswert. Erstens Max Bills Internationalität, zweitens die Bedeutung des Politischen für sein Schaffen und drittens seine universale Vielseitigkeit. In Deutschland kennt man ihn vor allem als Bildhauer, der große Plastiken für den öffentlichen Raum entworfen hat, zum Beispiel die Skulptur mit dem Namen Kontinuität vor dem Sitz der Deutschen Bank in Frankfurt. Man kennt ihn auch als wichtigen Vertreter der konkreten Kunst, als Maler, dessen farbige, geometrischen Flächen auf grafisch attraktiven Postkarten verbreitet werden. Und man kennt ihn als Mitgründer und Rektor der Ulmer Hochschule für Gestaltung, deren Schulgebäude er als Architekt entworfen hat. Max Bill wird 1908 im Schweizer Städtchen Winterthur als Sohn des Bahnhofsvorstehers geboren. Als Jugendlicher entschließt er sich, eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen. Im Film erinnert er sich. Weil ich gesagt habe, ich würde eigentlich gern später malen, bin ich auf die Kunstgewerbeschule, weil mein Vater gesagt hat, du solltest eigentlich wenigstens einen anständigen Beruf lernen zuerst. Ich habe dann eine Silberschmiedelehre angefangen. Die Zürcher Kunstgewerbeschule ist sein Sprungbrett hinaus aus der Schweiz. Seine Lehrerin Sophie Teuber-Arp wählt Arbeiten des erst 17 Jahre alten Bill für eine große Architektur- und Gestaltungsausstellung in Paris aus. Hier wird er erstmals mit der kompromisslosen Moderne des Architekten Le Corbusier konfrontiert. Möglicherweise ein zusätzlicher Anstoß für Bill, sein Glück im Ausland zu suchen. Die Zürcher Schule war ihm rasch zu engstirnig geworden. Ich bin einmal nach der Fasnacht noch halb geschminkt zu spät in die Schule gekommen und dann hat mir der Direktor gesagt, ich soll machen, dass ich jetzt heimkomme. Der Schulvorstand hätte jetzt schon den Brief abgeschickt, dass ich aus der Schule geworfen werde. Das war 1926. Ich war gerade 18 Jahre alt. Und der Vater hat mir dann gesagt, ja, was machst du jetzt? Hast keine Lehre gemacht, bist du überhaupt nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt ins Bauhaus. Und er hat gesagt, ja, wer wird das bezahlen? Und dann habe ich gesagt, die Hälfte bezahle ich und die andere Hälfte bezahlst du. Der Grund lag darin, dass ich den größten Plakatwettbewerb gewonnen hatte, den es zu jener Zeit gab. Und ich hatte eine beachtliche Summe gekriegt. Und somit hatte ich natürlich eine gewisse Grundlage, wo ich dem Vater gegenübertreten konnte. Und so bin ich dann ins Bauhaus gegangen. Auch nach dem vorzeitigen Abbruch seines Studiums am Dessauer Bauhaus bleibt Max Bill weiterhin international ausgerichtet. Er schließt sich der westeuropäischen Künstlerbewegung Abstraction Création an und wird in den 70er und 80er Jahren in den USA und Japan gefeiert. Die politische, aufklärerische Dimension der Kunst war eine Antriebskraft für das gesamte Werk Max Bills. Nicht erst seit der Schließung des Bauhauses 1933 durch die Nazis engagiert er sich politisch. Dazu seine Witwe Angela Thomas. Bill gehörte sofort zu dem geistigen Widerstand. Er war ein Antifaschist der ersten Stunde, hat sich sofort in den Dienst der Sache gestellt und als Typograf diverse Publikationen gestaltet.
Er hat für die Republikaner des Spanischen Bürgerkrieges Plakate gestaltet. Eine antifaschistische Zeitung, für die Bill die Typografie machte, war Die Nation, die dann während des Zweiten Weltkrieges über die Nazi-Gräuel das publizierte, was in der Schweiz überhaupt noch möglich war, denn es herrschte Pressezensur. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg ist Bills Wirken von seiner freiheitlichen politischen Haltung bestimmt. Er wird sogar 1967 als Nationalrat ins Schweizer Parlament gewählt. Der Film Bill, das absolute Augenmaß, der ab heute in den Kinos läuft, eröffnet den Blick auf den Menschen Bill. Das ist verdienstvoll, denn gerade angesichts der vielen Ausstellungen in diesem Jahr drohte der Mensch hinter dem Architekten, dem Künstler und dem Designer zu verschwinden. Darüber hinaus informiert die akribische Biografie von Angela Thomas im gerade erschienenen ersten Teil unter dem Titel Mit subversivem Glanz hervorragend über die Jahre von 1908 bis 1939. Nach der Lektüre bleibt ein Gedanke hängen, den der Schweizer Architekt Hans Biesegger äußert. Das Geheimnis von Bill ist das absolute Augenmaß, das er hatte. Eine Sichtweise, die ich nie mehr getroffen habe oder auch nie kennt habe. Bills Geheimnis ist sein absolutes Augenmaß. Das habe ich bei keinem anderen Menschen vorher oder nachher erlebt. Wenn er eine Skizze mit ein paar Strichen und Maßen gemacht hat, dann stimmte es einfach, ohne jede Änderung. Keine Änderung. Es war keine Änderung möglich, weil es einfach gestummen hat. Ja gut, dass René Spitz das Letzte für uns noch übersetzt hat. Bill, das absolute Augenmaß, der Dokumentarfilm, ist in der Filmpalette in Köln zu sehen und ab 8. Januar auch in Bochum. Nähere Angaben auch zur Biografie finden Sie bei uns im Internet unter wdr3.de bei der Sendung Resonanzen.